Was das Splatfest eigentlich ganz besonders macht, ist die Tatsache, dass wir Fragen gestellt bekommen, die wir oftmals nicht richtig beantworten können. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zum nächsten Splatfest, nämlich dem ersten von 2016. Ich und Kogami heißen euch herzlich willkommen zum ersten Part von Splatoon, den wir 2016 auch aufnehmen. Hey Leute! Hey! Kogami ist am anderen Ende und ich und Kogami starten jetzt in Splatoon zum ersten Mal in meine allererste Aufnahme in 2016 rein. Und zwar mit einem Splatfest, ne? Ja. Hast du eigentlich so deine Wünsche für 2016 irgendwie bereit? Hast du irgendwie Gedanken gemacht, was du erreichen möchtest? Eigentlich nicht wirklich. Okay. Naja, also im Grunde genommen werden wir hier gefragt, ob wir lieber reich sein möchten oder ob wir richtig muskulös und richtig kräftig werden wollen. Ist das so eine Frage für dich? Bist du da eigentlich darauf eingestellt, dass du gerne irgendwie 2016 noch ich weiß nicht, entweder dein Kapital erhöhen möchtest oder deine, nun ja, Buffheit erhöhen möchtest? Ich Oder. würde lieber reich werden, ganz ehrlich. Okay, cool. Das ist cool, weil ich werde auf jeden Fall buff sein. Also ich werde mich mal aufpumpen lassen, ne? So. Ich würde sagen, wir machen Revierkampf. Man kann ja sowieso nichts anderes beim Splatfest machen. Ansonsten, was machst du eigentlich so in deiner Freizeit, Kogami? Weil die Leute kennen dich ja unter Umständen gar nicht. Trotz der Tatsache, dass du mir den Tipp für mein 100-Abo-Special gegeben hast. In meiner Freizeit. Ich schaue Animes, okay? Und sonst. Ich spiele manchmal Basketball. Der Kogal, der spielt Basketball auf jeden Fall. Der muss nicht noch fitter werden. Dann haben wir hier so ein Herkules an der anderen Leitung. Auf jeden Fall. Also im Moment bin ich noch Normalo Vital-Fan, aber das wird sich ganz sicher ändern. Also erstmal Bestellung abnehmen. Ich habe nämlich, ach, gar nichts bestellt. Interessant. In Ordnung. Dann gehen wir in die Lobby und sollen wir die Ladezeiten durchsprechen oder sollen wir das rauscutten? Ist mir egal. Dann würde ich sagen, dann werden wir uns über die Ladezeiten hinweg ein bisschen offscreen selber finden. Die Gegner des Kapitals stehen hier auf der einen Seite gegen die wohl kapitalistischsten Inklings, die man jemals in Europa finden konnte. Ich habe den Kalligraphen ausgewählt. Interessant. Nun, der Kalligraph, von mir aus, dann ist mein ZR-Knopf noch kaputter, als er schon ohnehin ist. Auf jeden Fall. Der Kogami ist ja schließlich ein guter Anime-Fan. Das kann man ja unschwer an seinem Kanal erkennen, den ihr übrigens auch in der Beschreibung jederzeit anklicken könnt. Deswegen fragen wir mal den Kogami, Anime-Experten, was er denn so zum Beispiel von der aktuellen Anime-Season hält. Die aktuelle Anime-Season, also die beginnt ja jetzt fast erst also am 8. Januar. Okay. Und ja, da freue ich mich eigentlich auf zwei Anime nur. Okay, ich habe gesehen, du hast auf deinem Kanal ein Video hochgeladen namens Meine Anime Highlights 2016. Das handelt davon, worauf du dich in 2016 im Allgemeinen freust und nicht nur von dieser Season. Kann das sein oder Ja, habe ich ja. da was falsch Nee, ist interpretiert? so, ist so. In Ordnung. Und wie kommst du eigentlich so auf deine Ideen für die Anime, also für deine Anime-Filme? Keine Ahnung, ich mache eigentlich immer, wenn ich eine Idee habe, dann setze ich mich eigentlich einfach an meinen PC und setze es um. Okay, also die kreative Ideenfindung entsteht da, also die herrscht da eigentlich nicht so richtig, Nee. dass du dir da irgendwie so einen Tee machst, Musik hörst und dann plötzlich so dein Hirn anstrengst, eine gute Idee zu finden. Nee, eigentlich mache ich das immer spontan. Okay, das ist cool. Das könnte ich nicht, also. Ich bin da noch nicht so in meinem Element drin, dass ich sagen kann, also bei meinen etwas aufwendigeren Videos, dass ich mir sage, okay, das kommt jetzt von alleine und wenn, dann ist es halt nur eine kurze Idee, weißt du, und nichts, womit man ein 5-Minuten-Video füllen könnte. Ach so. Das ist halt so mein Problem mit dem Ganzen. Aber ansonsten, wie findest du eigentlich so im Allgemeinen, was interessiert dich denn an Animes? Schließlich hast du ja sicherlich irgendwelche Erinnerungen daran, irgendwelche vielleicht
Ereignisse. Ereignisse eigentlich nicht, aber was mich daran interessiert, Okay. sind, ja, keine Ahnung, einfach die gut geschriebenen Charaktere bei manchen Animes und die gut geschriebene Handlung. Gibt's so ein Anime, der für dich persönlich alles das hat, was dich groß an Animes interessiert? Monster. Monster. Ich habe gehört, dazu gibt es demnächst mal eine Review auf deinem Kanal oder zumindest versuchst du eine zu machen. Ja. Monster. Also für jeden, der nicht weiß, was er demnächst schauen soll und sich persönlich nicht dazu in der Lage befindet, so gut nach Animes zu suchen, die man vielleicht nicht kennt, der kann bei Kogami vorbeischauen. Der ist nämlich perfekt dafür, Underground-Animes zu reviewen. Ich glaube, Monster ist gar nicht so underground. Um ehrlich zu sein, kenne ich kaum YouTuber, die so Anti-Mainstream-Animes reviewen, wie du es tust. Echt? Ja, echt nicht. Also so ziemlich jeden einzelnen Anime, den du bis jetzt reviewed hast, habe ich irgendwie entweder nur gehört oder halt teilweise geschaut, allerhöchstens. Okay. Also von dem, was mir jetzt spontan einfällt. Ganz hast du ja gesehen. Ja, ganz habe ich gesehen. Ja, davon kommt dieses Jahr ein 3D-CGI-Film. Das hört sich cool an. Gut, dann... Bis darauf, dass es 3D-CGI ist, ist es vielleicht cool. Ja, sicherlich. 3D-CGI finde ich total hässlich. Ja, klar, natürlich. Dann schauen wir mal im nächsten Kampf weiter. Nun, dann sind wir jetzt wieder hier in der Schollensiedlung. Meine Güte, warum kommt die ganze Zeit die Schollensiedlung? Ist doch nicht cool. Macht doch keinen Spaß. Wir sind jetzt zwar eigentlich nur mit einem Team mit Carbonrollern oder halt eigentlich Klecksrollern im Allgemeinen. Und wir haben einfach hier diesen Pinsel, der im Grunde genommen auch so ein Roller ist. Ist das nicht lustig? Ist das nicht absolut fantastisch, wenn das gegnerische Team einfach komplett im Arsch ist? Aber sowieso, wenn ich dran bin, dann ist kein Spaß mehr. So, Koga, was ist eigentlich so dein Lieblings-Anime ist ja eigentlich schon so eine blöde Frage, weil es theoretisch bei jedem richtigen Anime-Fan so ist, dass das Ganze sich so ziemlich immer ändert. Ja, aber gerade eben ist es Monster. Gerade eben, okay, ja. Sag, bist du dir darüber im Klaren, was eigentlich so der Hype ist? Weißt du, weswegen man die ganze Zeit irgendwie direkt wieder neue Sachen als perfekt empfindet oder sowas in der Richtung, obwohl man im Grunde genommen auch andere Sachen kennt, die man eine Weile lang perfekt gefunden hat. Das heißt, weißt du, woher das kommt, dass manche Leute einfach immer so ein bisschen das Gefühl haben, das Beste gefunden zu haben, aber es dann nach einer Zeit wieder, naja, nicht mehr so interessant ist? Ja, genau, das Gefühl kenne ich. Ziemlich gut, aber keine Ahnung, woher das kommt, ganz ehrlich. Okay. Tatsächlich versuche ich mich da ein bisschen so mit Interessen auseinanderzusetzen, woher dieses schwankende Interesse kommt. Aber es ist halt immer dieses Neue, weißt du, das Unbekannte, was einen interessiert. Mhm. Ja, und dementsprechend sicherlich auch ein Punkt, bei dem man sagen kann, das ist auch ein Faktor für dieses schwankende Interesse immer wieder. Ah, ich habe einen Tobi gerade erledigt in dem Spiel. Das war ich. Ja, hundertprozentig. Ja. Ich habe kurz meine Wii U ausgepackt. Ja, du hast sie dir gerade noch gekauft. Ja, ich bin gerade eigentlich im Mediamarkt. Ach stimmt, ja, habe ich vergessen. Tut mir leid, dass du jetzt hier noch dein Mikrofon noch auspacken musstest. Dass die Verkäufer da nichts gegen sagen, dass du den ganzen Laden rumwirfst. Nee, das Mikrofon habe ich auch von dort. Ah ja, genau. Stimmt, ja, das ist, kann man ja machen. Bist ja Mediamarkt Stammkunde. Ja. Kenn mich dort. Kenn dich schon gut. Oh, da ist wieder der Koga. Oh nein, da hat er schon wieder den Plasma-Fernseher ausgepackt. Nein, es ist Koga. Lass Koga in Ruhe. Wie schaust du eigentlich so deine Animes? Crunchyroll. Okay, Crunchyroll. ist ja eigentlich nicht so bekannt, weißt du, das ist ja die Sache. Crunchyroll zeigt ja auch nicht so die Mainstream-Sachen. Ja, geht eigentlich. Okay. Obwohl. Ja, solche Sachen wie One Piece und so, glaube ich, gibt's da nicht. Okay, nicht mal. Das ist aber relativ komisch, dass sie da nicht einmal irgendwie die Sachen, die oft geschaut werden, weißt du, trotzdem zeigen, weil im Grunde genommen ist ja das auch Dinge, die immer wieder
auch Interessenten haben, weißt du? Dass sie Ja. da halt eine ganz klare, bestimmte Zielgruppe ansprechen, die es halt schon gibt und nicht irgendwie einfach neue Leute ansprechen müssen. Ja, aber sie müssen ja auch erstmal die Rechte dafür kriegen. Und bei One Genau. Piece stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor. Ja, das ist richtig, genau. So, dann müssen wir jetzt nochmal. Ah, das lief nicht gut. Wir haben schon zweimal verloren. Dann gibt es jetzt wieder eine Ladezeit. Das ist auch okay. Dann werden wir den Kampf einfach mal fortsetzen. Weil wir Lade. jetzt endlich mal in einer neuen Stage sind, nämlich dem Mahi Mahi Resort, sind wir jetzt dazu auch in der Lage, mal was anderes zu bereden. Und zwar reden wir jetzt mal kurz über das MRT-Gerät, den Kernspintomographen. Also, ich bin mir sicher, ihr kennt den Kernspintomographen, falls ihr Breaking Bad, ich wollte Black Butler sagen, Breaking Bad gesehen habt. Und zwar ist das das Gerät, mit dem man halt einfach, in das man reingebracht wird, mit der großen Röhre und wo halt die Gehirnaktivität, meine Güte, ich bin gestorben, gemessen wird. Das heißt, der Kernspintomograph oder das MRT-Gerät misst die Hirnaktivität in bestimmten Arealen. Also der Kernspintomograph ist dazu in der Lage zu sehen, in welchem Bereich des Hirns sich halt ein bestimmtes Molekül oder halt ein bestimmter Stoff, zum Beispiel beim funktionellen MRT-Gerät, Wassermoleküle, wie sie sich da bewegen und in welchem Hirnareal bei bestimmten Aktionen sich halt dieses, ach verdammt, ich bin gestorben, dieser Wechsel, dieser Verlauf von Wasser halt sehr stark ist, also von Wassermolekülen halt. Dadurch werden zum Beispiel so Sachen wie Lügen bestimmten Hirnarealen und bestimmten Aktivitäten zugeordnet. Das heißt, man sagt zum Beispiel im Bereich XY des Hirnkortex ist halt gerade so eine extreme Aktivität, weil er lügt. Und da haben halt Biologen und Neurowissenschaftler herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass man das ganz gut für Lügendetektoren benutzen kann, weil das Modell des Lügens funktioniert so, dass der Lügende weiß, was die Wahrheit ist, sich eine Lüge herbeibauen muss und sie dann irgendwie auf Faktenbasis bezeugen muss. Das heißt, da ist eine ganz große Hirnaktivität in dem Moment und ja, so werden halt Lügen aufgedeckt. Das ist jetzt so das, was ich gerade in meinem Kopf noch so gemerkt habe vom Buch Die Physik des die Physik des Verstandes über die Zukunft des Geistes. Hört sich ziemlich interessant an. Es ist irgendwie, wenn man natürlich auch den Stoff in der Schule manchmal auch durchnimmt und man auch die Worte versteht, natürlich ist es dann auch gar nicht mal schlecht, aber im Großen und Ganzen ist es irgendwie sehr, naja, ausschweifend. Man merkt halt, dass es einfach nur von einem richtigen Physiker geschrieben wurde. Ach so. Ja. Tatsächlich heißt der Typ Michio Kaku. Michio Ja, Kaku. wahrscheinlich wird man ihn so aussprechen. Ich hoffe es mal. Sonst habe ich mich hier gerade im Internet blamiert, aber wäre nicht das erste Mal. So, dann haben wir dieses Match auch verloren. Meine Güte, was ist denn heute los? Wir sind mit Will.i.am, Björn und Lulu in einem Team. Ist das nicht fantastisch? Also, Will.i.am auch. Will.i.am auch, ja. Kein Problem. Total krasse Sache. Meine Güte, das Mahi Mahi Resort gefällt mir eigentlich ganz gut, weil da gibt es halt die Möglichkeit, dass halt zu einem bestimmten Zeitpunkt Wasser steigt und dadurch halt auch bestimmte Areale sozusagen von der Tinte verwaschen werden und dann halt einfach neue Tinte draufgehen kann. Das ist ziemlich cool. Irgendwie, ja. So, und dann, wenn wir jetzt wieder einmal kurz cutten müssen, also können wir jetzt, danke, Kampf fortsetzen. Ich konnte meine Waffe gerade wechseln, das ist ziemlich gut gewesen, nur die Tatsache, dass wir Verbindungsfehler gehabt haben, war nicht so wirklich, ne? Nicht so. Nee, nicht so. Nicht so ganz, ne? Aber wenigstens haben wir jetzt eine Schnellfeuerwaffe, mit der ich besser umgehen kann, nämlich den Junior Kleckser. Also, der Koga, der meint nämlich, dass sich Dinge in der Welt niemals ändern werden.
Wir reden jetzt hier gar nicht mal über Krieg, was sich im Grunde genommen auch nicht ändern wird, weil das ist ein bisschen lame, weil tatsächlich ist Krieg nun mal einfach Krieg und wenn es sich ändern würde, dann wäre es kein Krieg, das ist ja logisch. Ja. Aber wir möchten jetzt mal darüber reden, was ist denn eigentlich so sozial gerade so am Ding, am Jizzen, was halt einfach gerade irgendwie verwirrend ist, was sich unter Umständen in Zukunft ändern wird. Wie empfindest du denn gerade so Die die Gesellschaft, kann man schon fast sagen. Gesellschaft, Was merkst du denn gerade so, ist bei den Leuten eigentlich wichtig? Geld. Geld. Gut, dann kämpfen wir gerade gegen die Kapitalfans. Denkst du, die Leute werden weniger auf Kapital stehen und mehr auf Fitness in Zukunft? Das glaube ich nicht. Okay, was Ich meine, denkst du wenn denn? man Geld hat, dann kann man alles machen. Okay. Man kann sich alles erkaufen, fast. Okay. Und mit Fitness kann man halt gut aussehen. Und stark sein, aber sonst, ich glaube nicht, dass es sich jemals ändern wird, dass die Menschheit auf Geld oder auf Kapital allgemein aus ist. Ja, Geld regiert nun mal schlicht und ergreifend die Welt. Oh Mann. Das ist halt so. Naja, aber ansonsten, wie findest du es so zum Beispiel aus deinem Freundeskreis? Wie siehst du denn so die Leute, dass du dir denkst, ja, die Leute sind halt echt verdammt sehr intolerant oder sowas in der Richtung? Oder die Leute sind halt extrem, extrem schnell für meine Verhältnisse, dass ich mir denke, oh Mann, ich komme ja in der Schule oder so nicht zurecht, weil alle Leute so viel, viel lernen möchten. Weißt du, was ich meine? Dass du da Naja, halt denkst, aber gibt's in nicht meinem so. Umkreis sind eigentlich die meisten Leute ziemlich faul. Okay, also du findest eigentlich, dass zum Beispiel jetzt in deinem Umkreis die Leute schlicht normal sind, also nicht wirklich eine richtige Richtung eingehen. Nee. Okay. Interessant, weil dann kennst du, aber du kennst schon Leute sicherlich, die so ein bisschen wie du halt auch einfach nicht nur Hobbys, sondern halt einfach auch so ein bisschen was Neues machen, weißt du, was Kreatives. Ja, ein Kumpel von mir, der hat auch einen YouTube-Kanal, Okay. aber sonst weiß ich, ja, kenne ich die meisten Leute, ja, ich kenne ein paar Leute, die halt sich extrem auf die Schule konzentrieren Okay. und dann gibt es halt noch andere Leute, die machen gar nichts. Naja, krass. Gut, dann haben wir jetzt schon wieder verloren. Ausgezeichnet. Dann habe ich sogar ein gutes Thema für den nächsten Kampf, und zwar Verlieren. Kreativität. Ja, verlieren ist auch so eine Sache, das wird dann aber sowieso nicht besprochen werden müssen, weil das sowieso dran kommen wird. Wasser. Ja, aber verlieren ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Wir werden sowieso ein paar Parts aufnehmen, also. Ich habe das ganze Zeug hier nicht verkabelt, nur um zwei Videos aufzunehmen, lieber Koga, ja.